Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter an Marius Golf. Wir haben gesagt, gleich Halle, steigen wir wieder ein und geben ein bisschen Gas. Ja, so. Voll geil hier zu schrauben, auf jeden Fall richtig gut. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen kurz ausholen. Auf einmal ist hier Motor drin. Warum? Das ist ein gebrauchter Motor. Gebrauchter Motor einmal, ne? Aber der hat schon richtig was geschafft, der Motor hier, da kommen wir gleich drauf. Wir waren neulich bei Subi und wollten eigentlich bis jetzt schon den Motor fertig haben, aber haben dann festgestellt, alles, was wir mal wieder angefasst haben, war nicht ganz final durchdacht. Das heißt, NG hat uns einen super tollen neuen Kopf gemacht mit Einlassventilen, die tatsächlich nochmal einen Millimeter größer sind. Das wussten wir aber nicht. Wir dachten, wir können die alten Einlassventile nehmen. Die hatten 41 mm, jetzt gibt es tatsächlich welche mit 42 mm, was auch gut ist, weil größere Ventile gleich mehr Leistung, immer top, mehr Durchlass, aber sind nicht lieferbar. Das heißt, wir hatten in dem Moment keinen Kopf, den man draufstecken könnte, wäre auch noch okay gewesen, aber Subi mit seinem Maschinenpark will natürlich feinste Ware bauen. Dazu zählt natürlich, dass wir passend zu den krassen Nockenwellen und den großen Ventilen die Ventiltaschen in den Kolben anpassen. Wenn die Ventiltaschen angepasst werden, will man ja auch alles wuchten. Das geht erst, wenn man das genaue Gewicht vom Kolben hat. So lange kann man alles nicht wuchten, man kann ihn nicht auslitern und. Lange Rede, es wird auf jeden Fall zwei geile VR6 Motoren in naher Zukunft geben, allerdings eher in 4 bis 12 Wochen. Das war uns allerdings ein bisschen zu lang, weil PS-Chase stehen vor der Tür plus 1, 2, 3 andere Veranstaltungen stehen vor der Tür, wie zum Beispiel das GTI-Fanfest in Wolfsburg. Das heißt, das ehemalige, kann man das so sagen, ehemalige, Coming home. Ja, also das ehemalige Wörthersee-Treffen kommt jetzt ja, ein bisschen nach Wolfsburg. Ja. So, das heißt, da wird richtig was los sein. Da wird, glaube ich, mit 50.000 Leuten gewartet. 50 Jahre Golf, ne? Ja. So, also da, es gibt einen Autokorso durch die Autostadt. Das ist so ein typisches Event, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich... Da müssen wir auf jeden Fall... Das ist das Richtige mit diesem Auto, mit dem Tank. Und deswegen haben wir kurzerhand wirklich hammerhart aus dem Oma Golf den Motor ausgebaut. Und der schlummert jetzt mit dem Upgrade Turbolan hier drin. Noch liefern nicht. Er lief in der Oma. Ehrlich gesagt haben wir danach festgestellt und uns erinnert, dass hier ja eigentlich eine Kurbelwelle drin schlummert, die da kopfüber in der Nacht- und Nebelaktion reingekommen ist, aber das Auto fährt. Das heißt, der Motor ist auch, ja, ich will nicht sagen angeschlagen, aber das ist halt ein gebrauchter Motor. Der hat schon, künstliches Knie. Der hat schon 1100 PS gedrückt, hat schon, ist schon 317 gefahren und so weiter. Ich brauchte ehrlich gesagt nur einen Grund, um bei Oma den Motor auszubauen, weil ich habe ja schon gesagt, ich würde das Auto gerne nochmal kosmetisch schön machen und so ein bisschen upgraden. So, und das hat sich perfekt gepasst. Das heißt, wir können uns jetzt ganz in Ruhe in den nächsten Monaten um Oma Golf kümmern, haben hier erstmal einen Motor drin, der läuft, können ganz in Ruhe mit Subi den VR6 dafür fertig bauen und haben dann einen freshen, geilen Motor, den wir gleich zweimal bauen für beide Autos. Vielleicht bauen wir ja auf die 317 auf. Vielleicht macht der Motor auch weiterhin das, was er sollte. Aber wir haben ja auch durch den Schaden gelernt, dass das Kraftstoffsystem hier definitiv noch nicht final war. Also zum Beispiel 2 Spritpumpen, die beide links und rechts in die Railpumpen. In der Mitte geht es zurück zum Benzinumkehr, was auch gut so ist. Problem ist nur, wir haben kein Rückschlagventil unten drin. Das heißt, wenn eine Pumpe kurz ausgeht, geht der Druck komplett flöten, weil es nicht so ist, dass die andere Pumpe immer hingegen ein Rückschlagventil pumpt in dem Moment, sondern pumpt einfach wieder in den Tank rein. So, und so ein paar Kleinigkeiten sind einfach, das Auto soll einfach erstmal wieder fahren. So, ne? Und ich habe bei dem Motor ein gutes Gefühl, deswegen ist er jetzt drin. Guck mal. Oder wie siehst du das? Nee, alles gut. Also Kraftstoff müssen wir ja noch ran, das machen wir im nächsten Video, weil das ist ja dann nochmal eine Sache für sich. Aber der Motor hat genug gezeigt. Ich hoffe, ich mache da noch ein bisschen. Aber Ventilspiel gecheckt, perfekt. Ja. Kompression gecheckt, perfekt. Also der hat Bock, der Motor, muss man schon sagen. Das auch gut aus. Muss man schon sagen, ne? Ja. Das heißt, gucken wir mal, ob er anspringt. Ich weiß gar nicht, wie laut das hier drin wird. Gucken wir gleich mal. Boah, ich glaube, das wird nochmal. Und ob er anspringt, wir gucken mal. Hier ist jetzt ja die große neue Turbine drin. Wir wollen jetzt nicht gleich direkt damit auf den Prüfstand, wobei es mich schon reizt. Aber ja, erstmal mal Kraftstoff. So, erstmal die beiden Events mitnehmen, dass das Auto einfach mal das kriegt, was es verdient hat. Ein bisschen Aufmerksamkeit, auch von den ganzen Leuten, dass man sich das Auto mal angucken kann. Dass wir zum Beispiel auf dem PS-Day so ein Auto mal anmachen können, weil ich finde, es gehört immer dazu, dass man auch einfach mal ein laufendes Auto hat. Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, das muss ich einfach nur mal sagen, bevor wir jetzt einen Motor zusammenfuschen, wo weder Subi noch ich mit zufrieden bin, weil wir wollen ja keinen Motor für 600 PS bauen, sondern wir wollen ja eher einen Motor bauen, der am Ende wieder 1200 kann, lieber in Ruhe machen. In Ruhe machen kann halt leider sein, wie es bei allen Projekten ist, dass es zu lange dauert. Deswegen habe ich gesagt, mit Oma Golf fahre ich eh nicht. Das Ding steht seit 2 Jahren in Anführungsstrichen rum. Ja.
Und weil es aber auch zusammengebaut ist, mache ich nicht die Sachen, die ich eigentlich da machen will. Deswegen ist der Motor jetzt hier drin und das wird richtig gut. Öldruck hast du auch gebaut, oder? Ja, Öldruck habe ich schon gemacht. Läuft nichts raus bisher, also. Aber jetzt hammerhart wirklich den Motor bei Oma rausgezogen. Krümmer, ja, also andere Krümmer. Sind alle meine, ne? Aber Block, Kopf, Kette, Kupplung ist Oma. Ja, mein Getriebe wieder ran. Einzige lackierte Getriebe. Ja, ich muss das einzige 02A Bock mit Shifter. Noch ein bisschen waschen hier, aber sieht glaube ich wieder ganz gut aus. Ja, jo, ich würde sagen, mach mal den Kollegen. Laut, aber es ist jetzt nicht unerträglich. Also soundtechnisch finde ich es absolut pornös, ja. Weil er so griffig irgendwie klingt, ja. Ne? Weil er so raus und röchelt. Ja. Was krank ist, wie lange der braucht zum heiß werden? Das waren selbst jetzt gerade mal nur 70 Grad Wasser, ne? Ach, das Gehäuse war in der Fräse, ne? Ja. Weil das wird jetzt dieses Kühlschmiermittel. Das ist komplett voll. Ja, okay. Weil mich wundert, dass es so qualmt, aber es ist nur das Gehäuse. Das ist normal, ja. Ich will mal einmal kurz testen. Nee, da ist ein Stück Klebeband, aber da komme ich jetzt nicht ran. Also ein Kabelbinder hängt genau im Lüfter. Das muss ich noch machen. Ich wollte nur gerade mal getestet, oder geht. Also was wirklich krank ist, ist, der Motor hat so gut wie keinen Unterdruck. Also der hat so noch keine 0,2 Bar Unterdruck. Was wirklich, es ist gut im Sinne von, der hat eigentlich im Leerlauf keinen Bock, aber das wird auf Drehzahl gut. So, das ist halt einfach krasse Ventilüberschneidung. Ja, jetzt werden aber wieder 30% schreiben, es ist irgendwo was undicht, Nebenluft. Aber ich weiß, dass nichts undicht ist. Der hat tatsächlich so wenig, weil da einfach so, guck mal, da sind 300 Grad Nockenwellen drin, ne? Die sind. Aber dafür läuft er bei 1200 echt ruhig. Und wir hatten jetzt, sobald die Lambda-Regelung angeht, ist das ja immer ein Indikator dafür, wie gut oder schlecht das Kennfeld ist. Und wir hatten jetzt gerade im Leerlauf eine Lambda-Anpassung von 0,7%. Krass. So, also das ist wirklich fast gar nichts. Und bis dahin hat der Kalk genau das gemacht, was er sollte. Also wirklich wie angenagelt, 1200 Umdrehungen, was ich jetzt auch nicht finde, so viel ist. Nö. Also das passt schon. Also der kann genauso. Auf der Straße. Der kann Sonntag. Nein, auf der Straße nicht. Der kann definitiv genauso. Auf den Asphalt. Ja, freut mich, dass das Auto wieder läuft. Ja, vielen Dank für den Motor. Ich hoffe, du kriegst eine Heile wieder. Ist wirklich, ich hab so oft, Marius wollte den Motor eigentlich haben, aber ich habe so oft. Nee, ich leih mir mal.
Ja, Motor leiden ist halt auch witzig eigentlich, ne? Ja, man leiden sich nicht, man macht ihn kaputt und ich leg dir die Teile wieder hin. Man leiden sich das, ja, das wird nicht funktionieren. Aber dann wäre ein Golf nächstes Jahr auch kaputt gegangen oder so. Ja, oder wäre schon kaputt. Weil eins ist Fakt, wenn wir das erste Mal mit diesem Auto Gas geben, wird es auf jeden Fall kontrollierbarer und überprüfter sein als jetzt in Oma, wo man so auf gut Glück 3 Fahrten mit durch Hannover macht und mit Pech knallt halt. Nee, lieber hierfür nutzen, gucken, was der Lader kann, gucken was wir noch so verfeinern können. Einfach erstmal genießen, 2-3 Events mitnehmen und dann können wir immer noch gucken nach dem Kuhschanzlauf, ob wir eventtechnisch mal angreifen oder ob du einfach sagst, nee, ich bin einfach happy, dass das Ding läuft. Ich stelle jetzt einfach weg. Nee, wenn das, ja. Weil vom Bauchgefühl her läuft der Motor perfekt. So, ne? 5 Bar Öldruck, so wie der, wenn man zu harte Sprünge im Kennfeld hat, ist das auch immer ein Zeichen dafür, dass an dem Motor schon irgendwas nicht passt. Ne? Aber der läuft so sauber und seidenweich, dass der hat Bock. Wir müssen nur sicherstellen, dass definitiv genug Sprit da ist. Ja. Und also es gibt ja im September 1, 2, 3 Events. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie... Ich würde schon gerne noch fahren eigentlich. Klar, mit Pech steht er dann kaputt auf der S-Motorshow. Ja, bis dahin haben wir ja 9 Motoren. Also, ne, also Andi, Sobi ist schon höchstgradig motiviert. Auch also für das ganze Geteste mit Lader und Co. ist der Motor eigentlich besser als ein neuer. Ne, weil da ist dann nicht ganz so traurig, da sind ja auch abgedrehte Kolben drin und so, abgefräste. Ja, das ist nach wie vor ja immer noch ein Block, den Björn gebaut hatte. Da ist der ganze Block 1 mm geplant. Genau, und der hat auch nur Ringe, nicht diese Dings, die anderen. Ne? Da hatte Björn irgendwas verkackt damals und hat dann den ganzen Block nochmal einmal abgezogen, um die Ringe neu zu setzen. Deswegen. Also das ist eigentlich eine Technik, die ist approved. Kess-approved. Da kann man jetzt mal ein bisschen mit. Ja, geil. Ein bisschen spielen gehen, ne? Schön. So, kriegen wir eigentlich Beifahrersitz rein? Noch nicht so richtig, ne? Ja, noch nicht mit beschäftigt, aber fürs. Also, wieso? Ja, dieses Coming Home, da willst du nicht ernsthaft mitfahren, oder was? Das Auto, der Autokorso? Auf jeden Fall fahren wir Autokorso mit. Ja, aber ist das da. Achso, da muss man nicht zulassen sein, oder was? Nein, es geht durch die Autostadt. Ah, ist auf der Autostadt. Ja, okay, ja, dafür kriegen Beifahrersitz da schon. So, nee, rein. Dafür gar nicht so, aber ich fände es halt auch witzig, glaube ich, mal einfach nur mal so auf dem Flugplatz irgendwie ein bisschen hoch runter oder so, ne? Weißt du? Ja, mal ein bisschen. Da würde ich erst jetzt wirklich alles drumherum machen, was dir schon immer so vorschwebt. Alleine, weil es einfach geil ist, das Auto mal in der Halle reinzufahren. Und wenn wir dann noch Zeit und Ambition und Lust haben, dann nochmal eine Veranstaltung zu fahren, dann. Frau Marschall, weil was sind wir gefahren? 3, 15, 14, 16? 15, ne? Du meinst nicht nur 13 oder so? Ja, 13, irgendwie so. Das war nicht schlecht, das war gut für den Anfang, aber natürlich hoffen wir da schon nochmal ein bisschen. Ich habe eigentlich immer gesagt, 3,20 ist mein Traum. Deiner liegt sicherlich ein Stück höher, aber. Was war Sergejs Rekord? 26 oder was war das? 33, 32. Also Frontantriebrekord sind 332, ne? Aber es ist, muss auch wirklich sagen, wenn man hier so reinguckt, es ist schon ein bisschen ein guter Schnorchel. Mhm. Ne? Hat er den gedreht auch? Ja, der hat gedreht. So, und also was halt mit Ausbruch, also es wird halt krass, wird halt auf dem Prüfstand alleine Akustik. Ne? Eine Sache muss ich auch noch sagen, was für mich interessant wird, der letzte Motor, der drin war, das war ja der erste Motor, den wir gebaut hatten mit der hohen Verdichtung. Jetzt haben wir hier einen Motor drin mit einer maximal niedrigen Verdichtung. Die Rückschlüsse, die wir da am Ende rausziehen können, wenn wir mit dem jetzt wieder auf dem Prüfstand fahren, das wird den ganzen Aufbau, den Umbauaufwand jetzt wieder sein. Was waren das jetzt an Stunden? So, den da raus, hier rein, 10? So. Naja, 10 reicht nicht. Aber 10 reicht nicht, weil du ja alles sauber machst. Dichtmasse, Schrauben sauber, Ultraschallband. Ich bin hier ein bisschen pingelig, aber wenn du jetzt nur Schrauben, hättest du es in 10 Stunden geschafft, bestimmt. Ja. So waren es vielleicht 20, 25 oder so. Aber ich glaube schon, dass es wert ist. Genau, die haben sich auf jeden Fall jetzt fertig. Alleine nur einfach mal Auto genießen, ein bisschen rumrollen, vielleicht mal eine Runde Bilzerberg. Mit dem Ausdruck wohl nicht, aber. Ja, vorhin vor der Kurve definitiv Gas geben, ja. Dass dann danach der Kurve auf der Geraden irgendwann eine Lade kommt. Ne? Machen wir alle mit 30 im ersten durch. So, also wenn ihr zum PS Days nach Hannover kommt, das ist nämlich dieses Wochenende, kommt bei uns vorbei. Mit gut Glück können wir das Auto auch mal anmachen. Also falsch, wir werden das Auto auf jeden Fall mal anmachen. In der Halle. Ja. Oder draußen auf der Showstrecke, mal gucken. Dann könnt ihr das live mal hören, lohnt sich auf jeden Fall. Weil es klingt gleich. Jetzt nicht kaputt launchen, aber. Nee, launchen gar nicht, bringt doch nichts. Ist auch zu laut in der Halle, aber ich finde, das Auto braucht auch gar keine Launch, weil der klingt ja nur so gasstoßmäßig schon. Das ist ja schon geil genug, ne? Deswegen, das hat sich gelohnt.
Kommt vorbei, wenn ihr auch keine Tickets habt. Philipp 20 Rabattcode, können wir mal 20% sparen. Nein, das haben wir wirklich nach dem. Jedes Mal schreiben wir Leute, hättest du das mal früher gesagt, aber deswegen sage ich das so häufig. Ich habe es, glaube ich, schon 5 Mal gesagt mittlerweile. Aber es kann eigentlich jeder immer jeder mitbekommen. Vielleicht, weil es immer am Ende des Videos bekannt geht. Nicht zu Ende, die Leute. Nee. Oder es gibt nach wie vor noch Tickets für unsere PS-Night, für die Party Samstagabends im Cloud 9, dem Ex-Funpark. Das wird auf jeden Fall auch richtig geil. Wenn der eine oder andere von euch Bock mal hat, mit uns ein Bierchen zu trinken, seid ihr da natürlich auch herzlich willkommen! Oder zwei, oder drei, oder vier. Ja, falls ihr eins sucht. Eins steht hier schon. Geil, jetzt auch alkoholfrei. Ja, ich hab grad. Oder was hattest du so? Weil so ein paar Baustellen hattest du ja im Auto noch, die du unbedingt noch angehen wolltest, ne? Ja, Sprit war eigentlich der Hauptfaktor und wir wollten ja eigentlich das nächste Mal mit Toyos fahren, ne? Nee, du, Marius ist jetzt schon wieder doch wieder auf Performance aus. Ich meinte einfach so. So normale Sachen, weil es war ja schon so von der Hebebühne auf der Rennstrecke. So, ne? Ja. So, hier so. Thorsten Middendorf hat uns noch richtig coole Querlenker gebaut. Die sind so eine richtig vermessen ist er ja auch bis heute nicht. Natürlich mit unserer Variante. Lenkrad stand auch perfekt gerade und Auto ist auch perfekt gerade ausgefahren. Ja. Aber da kann man ja definitiv nochmal. Ja, so ein bisschen ist noch. Carbonhaube habe ich ja eigentlich noch. Genau, Artyom war ja auch noch fleißig. Ich habe bislang noch nicht getraut, auszuschneiden, aber ich werde es dann jetzt mal tun, weil ich werde da vermutlich nicht mehr einen normalen Auspuff bauen. Guck mal hier, der ist sogar noch, sehe ich gerade, der ist sogar Essen Motorshow 22. Ja. Da musst du die lackierte Karosse schon hingestellt haben, ne? Ja, ich fand das auch irgendwie ganz cool. Riecht aber mit Sicherheit nicht mehr. Oder das Ethanolgeruch jetzt. Mhm. Yes, so, alles klar. Wieder ein bisschen was geschraubt. Danke fürs Zuschauen. Kleines Update bekommen. Ciao. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem PSDS in Hannover.